Das Grip-Länder-Duell oder Matze gegen den Rest der Welt. In den letzten Monaten hat sich der Grip-Moderator dem Who is Who der Automobilnationen gestellt. England, Japan, Italien und die Großmacht USA wollten es wissen und haben verloren. Nur der vermeintliche Außenseiter Schweden konnte die Siegesserie von Matthias bisher durchbrechen. Aber heute wartet ein echter Erzfeind auf den Grip-Moderator. So, liebe Freunde, heute ist wieder Länderduell-Zeit und haltet euch fest, heute ist Deutschland gegen Holland angesagt. Ich weiß nicht, was die anbringen. Deutsche Ingenieurskunst auf jeden Fall gegen holländische Käsetransporter. Auf geht's! Ein Prestigeduell vom Feinsten. Diese zwei Nationen schenken sich nichts. Tonnenschwere Rallye-Trucks, seltsame Lieferwagen, natürlich Wohnwagen und das Beste, was beide Länder an der Sportwagenfront zu bieten haben. Holland zieht für einen Sieg wirklich alle Register. Sogar psychologische Kriegsführung durch Frau Antje. Die bringt heute allerdings nicht Käse aus Holland, sondern Tulpen. Na, guck mal, so blöd ist Holland gar nicht. Hallo. Hallo. Ist das meine erste Aufgabe? Erste Aufgabe. Schön, Holland, ne? Na, Matthias, du willst es ja wieder mal wissen. Deshalb haben wir dir einen Rallye-Truck besorgt mit wohlfeilen 950 PS. Das finde ich gut. Die Challenge, ein Rundrennen auf Zeit im schweren Gelände. Damit wirst du als alter Trucker sicher kein Problem haben. Naja, das weiß ich nicht so genau. Ich bin gleich wieder da, Antje. Ich mach das nur eben schnell mal deine Landsleute fertig und so, ne? Das ist die Waffe der Wahl für Deutschland. Ein MAN SX-Prototyp. Fast 9 Tonnen Stahl im Rallye-Trim mit einem wahren Monster von Motor. 12 Liter Hubraum, 6 Zylinder, 950 PS. Spitze, überholspurtaugliche 180 km/h. Also mit einem Rallye-Reitauto bin ich ja schon mal gefahren. Das ist viel kleiner und irgendwie kompakter. Ich kann mich aber noch sehr gut erinnern, wie heftig das war. Weil, ja, meine, guckt euch das Ding an, wie groß der ist. Und mit dem Teil hämmert der dann mit 120 durch den Wald. Auf Wegen, die gerade mal so breit sind wie der Truck selbst. Der Mann, der dieses Monster bändigt, hat schon 7-mal an der legendären Rallye Dakar teilgenommen. Er heißt übrigens Matthias. Nicht Malmedy, sondern Behringer. Matthias Behringer. Okay, wie machen wir das? Bringst du mir das bei, während ich fahre, oder bringst du mir das bei, während du fährst? Ich würde sagen, du sitzt jetzt mal rein und dann fangen wir einfach mal an. Dann wird man so sehen, ob man dich fahren lassen kann. Wird man schon sehen, ob ich das hinkriege, oder? Genau. Okay, dann probieren wir es einfach mal. Einen Racetruck hat Matthias schon gefahren. Aber das ist ein anderes Kaliber. Die Waldwege entlocken dem Truck nicht mal ein müdes Lächeln. Das ist ja wirklich spielerisch, der kommt ja überall durch. Ja. So, jetzt gucken wir hier, wie toll ich Gas geben kann. Ne? Ja. Und jetzt habe ich schon wieder Schiss. Kann ich da so drüber hämmern? Ja, ja. Ja, ja. Boah! Boah! Alter, ist das geil. Boah! Hilfe! Ich will hier raus! Oh Gott! Ah! Sag mal ehrlich, bin ich jetzt schon schneller als Holland? Ich glaube nicht. So wird das nichts. Jetzt darf der Meister ans Steuer. Er zeigt Matthias mal, wie so ein Rallye-Truck artgerecht bewegt wird. Und das ist verdammt schnell. Ich habe den Matthias gefragt, wie viele Kilometer die fahren. Zwischen 200 und 600 Kilometer an einem Tag fahren die in dem Renntempo. Und das ist für mich absolut unvorstellbar, wie man das durchhalten kann. Also, das sind wirklich, das, ich meine, wir können das ja noch mal in Slow-Mo reinschneiden, wie es mein Kopf hin und her wackelt. Ja. Ey, das sind Schläge, das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn du das nicht trainiert hast, steigst du nach 10 Kilometern aus und bist absolut fertig und krankenhausreif. Für die Mitfahrer ist es noch viel schlimmer wie für den Fahrer selber, weil der Fahrer eigentlich meistens weiß, was kommt. Also ich bin auch meine erste Rallye mitgefahren als Mechaniker und ich weiß nicht, ob ich das noch mal machen würde. Und das sind die holländischen Gegner. Schönen guten Tag, schöne Hupe. Hallo. Grüß dich. Ja, hi. Hey. Matthias. Hallo. Hallo, wir Matthias. Kennen uns. Wie geht's? Junge. Gut. Wie haben Sie schon mal gesehen?
Johann Elfrink und Beifahrer Dirk Schuttel sind die Jungs, die es zu schlagen gilt. Johann ist ein Urgestein im Rallye-Truck-Fahren. Seit 2004 betreibt er den Sport. Wer von euch ist schneller? Der gewinnt. Aber welches Auto, welcher LKW ist stärker, eurer Meinung nach? Der immer eine stärker. Mehr PS und ein großer Motor. Also. Finde ich eher ein bisschen leichter. Meine sparsamer. Deiner sparsamer und leichter. Ja. Leichter, aber nicht leicht. Immerhin bringt der Mercedes Axor noch über 7 Tonnen auf die Waage. Rund 700 PS leistet das Dieseltriebwerk aus Stuttgart. Im Innenraum sind die Spuren harter Rallye-Einsätze zu sehen. Ich würde sagen, wir fahren es einfach aus, oder? Aber es wird spannend, denke ich. Du fängst an. Oh, fange ich an? Ja, du darfst vorlegen. Habe ich das kürzere Stroh gezogen? Genau. Ah, okay. Sieht man doch. Ja, okay. Dann ja. Glück. Danke. Na, viel Glück. Ah, oh doch. Ja, vorsichtig mit den Bäumen, ne? Ah ja. Ja. Die Natur. Stehen sehr eng. Ja, ja, okay. Ja. Werden wir machen. Okay. Okay. Gut. Holland legt also vor. Die zwei Profis hinter dem Steuer haben sich mit dem Rundkurs schon vertraut gemacht. Hier im Fürstenforest bei Fürstenau fahren normalerweise Panzer. Bist du soweit? Dann starten wir ihn, oder? Ja. Also, 3, 2, 1, Feuer! Johann treibt den Benz richtig an. Vollgas durch den Wald. In den engen Kehren hat er einen enormen Vorteil zu Team Deutschland. Sein Truck ist kürzer und damit wendiger. Dafür ist er in der Sandgrube nicht ganz so schnell. Jetzt ist er gerade den Berg hoch und ist rechts abgebogen, glaube ich. Ja. Weiter geht's über die Forstwege. Auf einem kurzen Teerstück können die Holländer noch mal verschnaufen, bevor es ans Eingemachte geht. Boah. Alter, das ist ja unglaublich. Diese Senken sind selbst zu Fuß schwer zu meistern. Für Johanns 7 Tonnen aber kein Problem. Team Holland ist zufrieden mit der Leistung. Wie lange war es jetzt? 4 Minuten 02 und 8 Zehntel. Alles gut? Ich rieche was. Was? Sieg. Na, das wissen wir ja jetzt noch nicht. Hier, 4 Minuten, 2 Sekunden hast du gebraucht. Okay. Gab es irgendeine gefährliche Stelle, wo du gedacht hast, das habe ich nicht so erwartet oder so? Ja, aber das erzähle ich euch nicht. Ich will euch die Freude nicht nehmen. Okay. Nein, aber im Ernst, war irgendwas Gefährliches? Nein. Dann bist du jetzt dran. Ja, okay. Du reißt es jetzt raus, ja? Ja. Viel Glück. Du fährst nicht mit? Er traut sich nicht. Ich hab da wirklich, einfach Angst davor. Und was ich, glaube ich, nach den ersten 20 Sekunden gedacht habe, ist, okay, hier steigst du nie wieder ein. Wenn du hier heile wieder rauskommst, steigst du nicht mehr ein. Und das mache ich auch nicht. Weil das wirklich, ich vertraue dem Matthias, grandioser Fahrer, wirklich grandioser Fahrer. Weil mit so einem riesen Ding so durch den Wald zu flügen, das würde ich mich im Leben nicht trauen. Ich werde das Rennen von außen betrachten, ich werde die Zeit nehmen und kommentieren. Matze Behringer muss also alleine ran. Gegen Johann habe ich schon viele Kämpfe gemacht. Und ich kenne den von der Dakar. Und ich denke, mit dem Auto darf er eigentlich keine Chance haben. Also soll ich das nicht gewinnen, dann muss ich mich ganz schön schuften vor den Holländern. Du, okay. Nimm deine Zeit. Ich muss ihm noch was sagen. Ich habe Dirk gefragt, ne? Dirk hat gesagt, dass Johann richtig Feuer gegeben hat. Also das war keine Kaffeefahrt. Okay. Ne? Weißt du, was ich meine damit? Okay. Es geht um Deutschlands Ehre. Wir können nicht gegen die Wohnwagenfahrer verlieren. Wohnwagenfahrer? Ich glaube, das hat er verstanden. Ihr habt nichts gehört, ne? Ich hab das so verstanden. Okay. Also, 4:02 gilt's zu schlagen. 3, 2, 1, bam! So. Brutal! Brutal sind auch die Schläge, die Matthias auf dem Fahrersitz einstecken muss. Auf der Geraden kann er schon Zeit gut machen. In den engen Teilen, da wird's knifflig. Jetzt doch Attacke! Matze Behringer im Angriffsmodus. Mit fast 100 Sachen donnert der 9-Tonner durch die Sandgrube. Mehr in der Luft als am Boden. Mal sehen, wie weit sind wir? 1,30.
Das heißt, in 30 Sekunden ist er wieder hier. Ja, ja. Das glaube ich nicht. Aber es sind viele, die können nicht schlafen. Ne? Und da gewinnt man eigentlich den Dakar, wenn man schlafen kann. Wir fahren hier gerade ein Rennen. Du kannst jetzt keine Anekdötchen über die Paris-Dakar erzählen. Kann ich das nicht? Nein. Kann ich schon. Ich bin viel zu aufgeregt dafür. Ah, du? Ja. Ja, ja, Verlierer sind das er immer. Er kommt. Die Taktik des Rallye-Profis? Draufhalten. Mit so einem Monster kann man nicht ausweichen. Der Fahrer kann nur versuchen, den Truck möglichst gerade auf Kurs zu halten. Ich glaub das nicht. Der kommt. Jawohl, der gibt alles. Der reißt das Ding. Durch Pressatmung versucht Matthias, die heftigen Stöße abzufedern. Alter, weg hier! Jetzt der Zielsprung, den wir nicht sehen. Bah, mit allen vier in der Luft. Batsch! Oh, 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 oh! Yes! Hat gereicht für den Käsekopf. Eine halbe Minute! Eine halbe Minute! Eine halbe Minute, Alter! Ist das geil! 3,27! Das ist meine Ansage, Holland, ne? Wir sehen uns auf der Autobahn! Damit holt Deutschland den ersten Punkt im Länderduell. Die nächste Station des Länderkampfes, das Bilster Bergdrive Resort in Nordrhein-Westfalen. Also ich werde das Gefühl nicht los, dass es jetzt richtig sportlich wird. Ja? Da haben wir einen schicken Volkswagen. So was Bulli-mäßiges, oder? Der VW Typ 147, Spitzname Fridolin, ist ein munterer kleiner Geselle, der ab den späten 60ern hauptsächlich bei der Deutschen Post unterwegs war. Viel Laderaum bei niedrigem Preis stand im Lastenheft. Über 6000 Fridoline wurden gebaut. Die meisten sind mittlerweile weggerostet. Nur rund 200 haben überlebt. Fridolin ist also eine echte Rarität. Und da ist auch schon Frau Antje. Was wird's denn heute? Vielen Dank. Ist das nicht eine schöne Blume? So, Aufgabe. Dürfen wir vorstellen, dieser niedliche Transporter ist ein VW Fridolin, so heißt er also. Fridolin wird dein Weggefährte in einem schrägen Geschicklichkeitsrennen sein. Rennen mit diesem Fahrzeug? Interessant. Ein Highlight dabei, das Frank-Reichardt-Gedächtnis spucken. Die gesamte deutsch-holländische Geschichte wird also hier aufgearbeitet heute. Zusammen mit dem Gegner, der hier gerade anknattert. Hallo. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen, Ad. Ad. Ja, ich bin der Matthias. Immer schönes Matthias. Auto und vor allen Dingen sehr, sehr schöne Farbe. Ja, das ist holländische Autokultur. Ah ja. DAF. DAF. Ein DAF, der noch seltener ist als der Fridolin und ebenfalls für ein Postunternehmen gebaut wurde. Kalmar heißt das gute Stück, also Tintenfisch. Wieso, weiß man nicht. Ebenso wenig weiß man, wieso er so lackiert ist. Was man aber weiß, ist, dass dieser DAF, wie die meisten seiner Art, über das legendäre, stufenlose Getriebe verfügt. So reicht das kleine 34 PS Motörchen, um flott vom Fleck zu kommen. Ad van Vechel vom DAF-Club der Niederlande hat nur ein Ziel. Matthias zu zeigen, wo der DAF die Locken hat. Du musst aufpassen, dass der nicht auseinanderfällt. Auf ein schönes Rennen. Okay. Gestartet wird nach Le Mans-Manier, stilsicher in landestypischem Schuhwerk. An der nächsten Station wird gespuckt, wie damals im Jahre 1990 bei der WM in Italien, als Frank Reichardt Rudi Völler in den Nacken spuckte. Drei Versuche, drei Punkte. Anschließend geht's im Slalom in eine Parkbucht, von dort rückwärts durch die Gemüsegasse und mit Vollgas durchs Ziel. Der Erste im Ziel erhält 10 Punkte. Für jedes Missgeschick gibt's einen Punkt Abzug. Zeit für die Athleten, sich bereit zu machen. Auf die Plätze, fertig, los! Guter Start von Matthias, aber Holland ist ihm dicht auf den Fersen und kommt mit dem Kalmar besser vom Fleck. Wieso ist der Fleck? Wieso ist denn jetzt erster weg? Das glaube ich ja wohl nicht. Beim Gedächtnisspucken liegt Matthias aber schon wieder gleich auf. So. Das
haben wir aber ordentlich wieder aufgeholt, hä? Team Holland setzt aufs Schnellspucken, Matthias dagegen auf Präzision. Und verliert so wieder die Führung. Wieso ist er immer vor mir? Warum ist er immer vor mir? Ich verstehe das nicht. So. Zack. Ats großer Vorteil? Das Variomatic-Getriebe. Er muss nicht schalten. Boah, der driftet ja sogar. Na, jetzt wird das Allerschwierigste kommen. Rückwärts durch die Gemüsegasse. Und während Matze noch Zahnräder sortiert, ist Holland auf dem Weg ins Ziel. Ohne Rücksicht auf Verluste. Jede getroffene Tomate oder Kartoffel gibt einen Minuspunkt. Als Erster angekommen heißt also noch gar nichts. Das glaube ich ja wohl nicht. Matze holt alles aus dem kleinen Fridolin heraus. Ich sehe überhaupt nichts. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich sehe ihn nicht. Aber ohne Erfolg. Ad holt die 10 Punkte für die Zieldurchfahrt. Hab ich da gewonnen, oder nicht? Ja, Moment. Jetzt muss erst mal ausgezählt werden, wer wie viele Belohnen. Wie viel hast du? Was hast du mit Belohnen? Belohnen habe ich keinen gemacht. Keine. Nur ein paar Tomaten. Und was ist mit den Kernen? Wie viele Kerne hast du reingemacht? Habe ich gar keinen. Ja, ich habe nämlich alle drei rein. Jetzt warten wir erstmal, was die Kartoffeln sind, und die Tomaten machen. Ich habe hier die 10 Punkte. Sie haben die 3 von dir. Ja, ja, ja. So. Das könnte knapp werden, ne? Ich denke. Aber. Also, wir haben die Punkte ausgewertet. Und ich darf euch sagen, Holland hat gewonnen. Yeah. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Bleib mal sitzen, ne? Sitzen bleibt Matze auch auf einem Punkt, denn Holland gleicht aus. Für die nächste Challenge muss Matthias einfach nur um die Ecke. Okay, also ich glaube, es ist klar, was als Nächstes kommt. Frau Antje nämlich. Ah, die neue Aufgabe, vielen Dank. So, was steht drauf? Der Karawan ist ja des Holländers liebstes Stück. Und auch du, Matthias, wirst damit gleich viel Spaß haben. Mit einem formschönen Gespann trittst du in einem Stockcar-Rennen an. Das Motto dabei lautet, de Wens ist de Wade van de Gedachte. Was so viel heißt wie, der Zweck heiligt die Mittel. Los, bitte los. Diese beiden Schönheiten sind zu ihrer Blütezeit sicher selten mit Wohnwagen im Schlepp gesichtet worden. Vor dem deutschen Heim auf Rädern hängen die Überbleibsel eines VW Corrado. Holland zieht mit einem Ford Capri im Mad Max-Look ins Feld. Und während der Capri mit V6 Power protzt, hämmert unter der Corrado-Haube ein braver Vierzylinder. Wo ist der Holländer? Der trinkt doch bestimmt ein Bierchen, oder? Bitte, kann ich helfen? Du bist doch kein Holländer. Natürlich, sieht man doch. Okay, Käsebrötchen, Holzschuhe, alles klar. Wie heißt du? Matthias bin ich. Tizian. Sag mal, hast du das schon mal gemacht hier mit Stockerfahren? Ja, ein paar Mal schon. Ehrlich? Ja. Du noch nicht? Nee. Dann wird's mal Zeit, was? Das ist doch dann unfair, oder? Einmal ist immer das erste Mal. Okay, wie machen wir's? Auf Rundenanzahl oder wer dann irgendwann nicht mehr fahren kann? Ich würde sagen, erstmal 5 Runden. 5 Runden und wer als erster durch ist, hat gewonnen. So machen wir's. Los geht's. Ein Rennen über 5 Runden. Der Erste im Ziel gewinnt. Das ist zumindest der Plan der Grip-Redakteure. Sie haben nicht mit diesen beiden Vollblut-Rennfahrern gerechnet. Matthias, denke schon, dass er fahren kann. Schauen wir mal. Das ist kein Asphalt hier. Normalerweise habe ich ja schon immer eine Taktik, aber hier kenne ich mich einfach viel zu wenig aus, um mir eine Taktik zurechtlegen zu können. Ich glaube, es ist besser, den Start zu verlieren, damit man dann mal von hinten angreifen kann. Ja? Also ich glaube, es bringt jetzt nichts, da als Erster in die erste Kurve rein, weil dann rumpst du mich sofort von hinten weg. Ja? Und damit hat Malmedy doch noch eine Taktik. Den Start verlieren, um das Rennen zu gewinnen. Auf die Plätze! Matthias' Taktik geht auf. Er bleibt erstmal hinter dem Holländer und knöpft sich dessen Wohnwagen vor. So! Das wäre mal der erste Streit! Also hier! Oh. Trotz Kampfspuren an der Hütte, Holland bleibt vorne und Matze sieht nur eine Möglichkeit, an Holland-Fan Tizian vorbeizukommen. Muss ihn jetzt irgendwie weghauen!
Solange überhaupt noch was vom holländischen Wohnwagen da ist, was Matze weghauen könnte. Aber dann übertreibt Team Deutschland in der Start-Ziel-Kurve. Nee, nix mehr. Boah. Komm schon. Aber auch nicht, Matthias. Der Herr Testfahrer hat den Verlust nämlich noch gar nicht bemerkt. Ach, mein Wohnwagen ist ja weg! Mittlerweile befinden wir uns in Runde 7. 5 waren ausgemacht, aber den Jungs ist das egal. Die wollen spielen. Jawohl! Egal, was auf der Strecke herumliegt, es wird kurzerhand über den Haufen gefahren. Ab diesem Zeitpunkt haben die Grip-Redakteure die Kontrolle gänzlich verloren. Wildes Winken wird von beiden Fahrern einfach ignoriert. Erst ein Kupplungsschaden bei Team Deutschland macht dem Treiben in Runde 9 ein Ende. So, Leute, ich glaube, das war's. Hat irgendwer gesehen, wer gewonnen hat? Sagt euch, Leute, der Bock ist hier. Da kann man rumrühren, was man will. Der ist fertig. Okay. Wir hatten ja ausgemacht, dass wir 5 Runden fahren. Und ich weiß nicht, wann die 5. Runde rum war. Wir sind einfach weitergefahren, weil wir keine Lust hatten, aufzuhören. Weil das einfach grandioser Sport ist. Das ist eine Randsportart, die völlig unterschätzt wird. Also Formel 1, DTM, WTCC, nee, Stockcar-Rennen, das ist es. So. Bist du auch so ein schmutziges Kerlchen? Nee, du bist sauber irgendwie. Ja, vorher gefahren. Cooles Rennen. Ja, Hauptsache hat Spaß gemacht. Ah. Sauber gefahren. Ja, wer hat denn jetzt gewonnen immer? Unentschieden, wa? Unentschieden? Unentschieden. Auch so sehen, ne? War eine gute Show gemacht. Ich habe ein paar Mal aus Versehen, wirklich aus Versehen, die Streckenbegrenzung verlassen. Ich auch. Ich wusste am Ende aber auch nicht mehr, wo die war. Ja. Grandios. So muss ein Rennfeld aussehen, nachdem wir damit fertig sind. War gut hingekriegt, ja? Wir wissen auch nicht, wer gewonnen hat. Deshalb weiterhin Gleichstand im Länderduell. Jetzt geht's in die Entscheidung. So, liebe Freunde, ich glaube, jetzt könnte es durchaus sportlich werden. Das hier ist nämlich ein deutsches Fahrzeug, ein Audi R8 LMX. Der LMX ist sozusagen das letzte Hurra der Baureihe R8. Was 2006 mit einem eher bescheidenen V8-Motor begann, hat als LMX einen 570 PS starken V10. Nur 99 dieser Projektile sind entstanden. Schöne Farbe. Und drin sitzt ein lecker Mäßchen aus Holland. Ich darf das ja eigentlich gar nicht gut finden, ne? Na, Antje? Nächste Aufgabe. Oh, du mit deinen Blumen immer. Was haben wir denn da? Jetzt wird's richtig schnell, Matthias. Deine Waffe im folgenden Highspeed-Duell am Bilsterberg ist dieser schöne Audi R8 LMX. Ja, das stimmt, der ist sehr, sehr schön. Und solltest du glauben, dass der Holländer kein konkurrenzfähiges Sportgerät zur Hand hat, wirst du gleich eines Besseren belehrt werden. So sieht die Belehrung aus. Der Donker Ford D8 GTO in der Bilsterberg Edition. Donkerford, das ist niederländisch für Fahrdynamik. Die erreicht der D8 GTO hauptsächlich durch etwas, was gar nicht da ist: Gewicht. Weniger als 700 Kilo wiegt der Holländer. Bei 380 PS macht das ein Leistungsgewicht auf dem Niveau eines Bugatti Veyron. Ah ja, Matthias. Na, Denny? Wie geht es dir? Jetzt, wo ich dich sehe, geht's mir nicht mehr gut. Gerade ging es noch einigermaßen. Wie immer ist das, hä? So wie letztes Mal. Das letzte Mal in Holland bei wirklich bescheidenem Wetter. Auf der Strecke der holländischen Polizeiakademie lieferten sich Dönny Donkerford und Matthias einen Wettkampf auf Zeit. Matthias lag knapp vorne, bis... Oh, was ein Fehler! Dieser Verbremser hat Matthias damals den Sieg gekostet. Sehr zur Freude von Dönny. Oh. Was ein Unterschied, ein
Das könnte natürlich eng werden jetzt, ne? So leistungsgewichtmäßig. Ich glaube, knapp wird das nicht. Das wird ein leichtes Gewinn für mich. Okay. Er nimmt den Mund mal wieder voller, als er kann. Okay, egal. Lass uns Rennen fahren. Ja, genau. Die Chancen sind jetzt ziemlich schwierig einzuschätzen, ehrlich gesagt. Klar, wenn du das Leistungsgewicht anguckst, dann ja, sieht es relativ klar aus. Allerdings kommt natürlich die fahrerische Komponente und die technische Komponente auch noch dazu. Dieses Fahrzeug hier hat eine wunderbare Launch Control, die werde ich einsetzen. Und das muss der Denis erstmal mit seinen beiden Füßchen hinkriegen. Und wir wissen ja alle, dass Holländer so ein bisschen grobmotorisch unterwegs sind. Also ich hoffe mal, dass er den Start so ein bisschen verseilt und dann mache ich mich einfach so breit, wie es geht. Also die Chancen sind nicht schlecht, glaube ich. Aber dem V10 vom Audi, also der hat natürlich viel PS. Also auf die lange Gerade, das wird das schwierige Punkt. Ein letzter Auftritt für Frau Antje. Das große Finale. Deutschland gegen Holland. Auf die Plätze! Und das ist die Launch Control vom Audi R8 LMX. Und Denis, mein lieber Freund aus Holland, ist hinten. Oh, oh, was ist das denn? Übersteuern ohne Ende. Ich muss mich breit machen. Was ist das denn? Was ist denn das? Alter Schwede, ist der schnell. Im Kurvengeschlängel kann der Donkerford seinen Gewichtsvorteil voll ausspielen. Die 180 mehr PS des Audi bereiten Matthias eher Probleme, als dass sie helfen würden. Das gibt's ja wohl nicht. Ich hab extra das ESP überhaupt nicht komplett ausgemacht. In den schnelleren Passagen kann Matthias wieder ein bisschen aufholen. Aber Denis gibt nicht auf und zwingt Matze auf die letzte Rille. Ich bin vom Volllimit. 170 Stundenkilometer leichter Quersteher. Also ich meine, der R8 ist schon sauschnell. Also dieser D8 GTO, der ist schneller. Und zwar. Am Ende der ersten Runde ist Denis immer noch vorne. Hochkonzentriert zirkelt er den Donkerford durch die Kurven. Aber Matthias sitzt ihm weiter im Nacken. Ey, der fährt da durch wie ein Formelauto. Also ich meine, im Prinzip ist dieser D8 GTO auch ein Formelauto. Und ich sitze in einem sehr, sehr gemütlichen Audi A8, der sehr, sehr sportlich und sehr, sehr schnell ist. Aber halt auch alle möglichen Sicherheitssysteme an Bord hat. Na? Sicherheit hin oder her. Denis Donkerford hat mittlerweile einen ordentlichen Vorsprung herausgefahren. Und bringt das Rennen souverän nach Hause. Ich muss jetzt aussteigen, oder? Du bleibst sitzen? Natürlich. Ha? Der Gewinner bleibt sitzen, ne? Das war toll, ne? Herzlichen Glückwunsch. Ja. Das war's. Holland schlägt Deutschland verdient. Naja, mit 3:2. Du merkst, ich bin etwas zerknirscht, aber ich kann nicht anders. Es hat Spaß gemacht. Gut gefahren. Dankeschön. Ja, mir hat's nicht so viel Spaß gemacht. Na komm, Matthias, lass den Holländern den Spaß. Beim nächsten Mal wird das wieder anders aussehen.